In meinen Träumen geht es um den Tod. Um meinen Tod. Muss das jetzt sein? Die Träume sind total beängstigend. Aber auch irgendwie albern. Was meinst du mit albern? In einem rutsche ich auf so einer Bananenschale aus und lande in so einer riesigen Badewanne aus Schlagsahne. Ich kriege keine Luft und ertrinke dann. Das ist aber nicht gut für deine Linie. In dem anderen frisst mich eine Schildkröte. Eine Schildkröte? Ja. Sie hat mich lebendig zerkaut. Du konntest nicht vor dem vielleicht langsamsten Tier auf der Welt flüchten. Doch, ich bin ja gerannt und gerannt und gerannt und irgendwann ging es nicht mehr. Ich kam nicht vom Fleck. Total albern. Hey. Nur noch einmal und nie wieder, okay? Das ist das letzte Mal, das verspreche ich dir. Und dann hauen wir aus dieser gottverdammten Stadt ab. Hey, du sollst einfach nur die Kasse aufmachen, ja? Dir passiert nichts. Wir nehmen das Geld und gehen. Für alle einsamen Seelen da draußen, jetzt ein besonderer Song, der eure Herzen erwärmen wird. Hier ist Linda und ich begleite euch heute durch die Nacht. Ey, willst du uns verarschen? Hey, nochmal ganz ruhig, ja? Mach einfach nur die Kasse auf. Jetzt mach schon! Überleg noch mal ganz genau, bevor du tippst. Willi! Ich guck hinten, ob da noch was zu holen ist. Programm aufgrund einer wichtigen Sondersendung. Chaotische Szenen spielen sich derzeit in mehreren deutschen Städten ab. Es kam
haben in den letzten Stunden zu verstörenden Fällen von Kannibalismus. Diese Bilder erreichen uns gerade live aus Nordrhein-Westfalen. Es scheint, als würde eine hochinfektiöse Krankheit eine Art Blutrausch bei den Betroffenen auslösen. Die Infizierten verhalten sich äußerst aggressiv und leiden alle unter Erblindung. Die Zahlen der Infizierten werden von der deutschen Presseagentur minütlich nach oben korrigiert. Es wird davon ausgegangen, dass die deutsche Regierung in naher Zukunft den nationalen Notstand ausrufen wird. Laut unbestätigten Medienberichten wurde die Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sicherheit gebracht. Da es momentan noch unklar ist, was diese Erkrankung auslöst, bitten wir Sie, Menschenansammlungen zu vermeiden und empfehlen Ihnen, in Ihren Häusern zu bleiben. Falls Sie auch abnormale Symptome an sich oder nahestehenden Personen bemerken, halten Sie Abstand und wählen Sie den Notruf. We have coded happily for quite a while with simple life of country. Wir berichten 24 Stunden live für Sie. The laddie told the girlie he must go away. On her little heart with grief most broke. Well, she said, you know, I love you, honey. I love you, honey, best of all. So, baby, don't go away. Just as he went to go. It grieves a girlie soul. It wears a hard heart.